Willkommen zurück zu Earthbound Beginnings. Wir haben die 8 Melodien komplett und müssen nun zu Queen Mary, um sie vorzusingen. Wie ihr sie findet, habe ich euch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt, und zwar Folge 4, wenn ich mich recht erinnere. Bitte sing die Melodien, die du gelernt hast. Ja, das sind die Melodien, die 8 Stück. Na, in 8-Bit-Qualität, also schlecht. Wir werden den Song noch ganz oft hören. So viel sei schon mal gespoilert. Ja, das ist richtig, das ist das Lied. Mann, ist das langweilig. Mann, ist das langweilig. Warum muss die Melodie nur so lang sein? Oh, Geiges. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, hey, das steht doch Gelgu. Warum sagst du Geiges? Geiges ist, ich sag's einfach so, weil es ist der bessere Begriff. Okay. Das war ein dummes Argument, nein. Ich sage Geiges, weil es so schon mal da 2 heißt und Geigo eigentlich nur die japanische Form ist. Ich weiß auch, ich sage einfach Geiges. Das ist für mich Geiges. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt, als wäre er mein eigenes Kind. Er hat immer mit dem Schwanz gewackelt, wie ein kleines Hündchen. Es sei denn, ich habe ihn versucht, Schlaflieder vorzusingen. Ah, George, hier ist Frau Maria. Ich komme zu dir, mein Schicksal hat dich erfüllt. Und ja, ich muss es zugeben, ich habe mir vorher schon mal Übersetzungen aufgeschrieben. Denn das ist wirklich storyrelevant. Sonst werdet ihr aber meine, ich sag jetzt mal, alternativen Lösungswege hören. Aber das ist eine Ausnahme. Nachdem sie Ninten die Geschichte erzählt, was schreibe ich hier für einen Müll auf? Ist Königin Mary für wie vom Erdboden verschluckt. Als sie verschwand, verschwand auch Magicant. Magicant war eine Illusion. Eine Illusion, die aus Marias Bewusstsein geboren wurde. Ich lese immer vor und immer wenn dann eine Zeile Abstand ist, drücke ich dann auf A. Ich hoffe, dass dadurch jetzt nicht komisch rüber kann, denn ich habe nicht geguckt. Und jetzt teleportieren wir uns. Sie teleport in die Höhle rein. Magicant gibt es nun nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es keine Gegner in dieser Höhle. Dann sprechen wir mal. Hier gibt es ja wohl Gegner in dieser Höhle. Ich glaube, es gibt keine. Ach, das ist jetzt dumm. Was macht man da? Oh, die Slip. Und ich hatte jetzt keine. Das ist eine Zielverschwendung, ich weiß. Ich muss einfach hoffen, dass ich angegriffen werde. Es ist so dunkel. Ich kann dich nicht gut sehen. Aber könnte es sein, dass du das kleine Mädchen aus Norman bist? Anna, glaube ich, war dein Name. Ermutigt dich, dass deine Mutter im Raum weiter hinten eingeschlossen wurde? Versuche nicht, uns zu retten. Erst musst du das Mutterschiff zerstören. Ich habe mir das auf ein Word-Dokument aufgeschrieben. Das heißt, dass ich runterscrollen muss. Ich wurde vom Mutterschiff entführt. Bitte hilf mir. Ich benutze diesen Trick, den Lame-Trick. Die Teleport ist der gute Trick und genau ein Lame-Trick, wenn man die ganze Zeit das Menü öffnet und sich wieder schließt. Das ist der Lame-Trick, wenn man vorankommt. Okay. Anna sollte mal Psi machen, nicht Linden. Sie hat noch genug. Jetzt nicht angegriffen werden. Sonst werde ich böse.
doch prädestiniert für einen Psi-Teleport. Okay, ich bin da. Und hier ist das Mutterschiff, wo auch der Endgegner ist. Und ich kann schon jetzt sagen, die weißen Funken da ist doch nicht das Epileptischste, was passieren wird. Also das Spiel ist nicht sehr freundlich gegenüber Epileptikern. Und hier haben wir den Bosskampf mit der unbeschreiblich nervigen, mit dem unbeschreiblich nervigen Soundtrack. Ich heile Anna. Anna macht... was macht sie da? Sie macht ein Psy-Shield-Beta. Und Leute, checkt mal Geigas aus. Das ist übrigens das einzige Mal, wo ich checken werde. Okay, ich dachte, sie hätte den ersten Griff. Ninten. Ich bin deiner Familie dankbar. Ja, wieso greifst du uns dann an? Ich weiß ja schon, was kommt. Ich meine, wie konnte ich das sonst übersetzen? So, dann mach mal jeden ein Schild, damit wir weniger Schaden erleiden. Wo habe ich das aufgeschrieben? Verdammt, wo habe ich das aufgeschrieben? Ninten hört die Stimme von Queen Mary. Geiges kann nicht mit Brutalität besiegt werden. Du kannst ihn nicht mit einer Waffe jeglicher Art besiegen. Du musst ihn ein Schlaflied mit all deinen Gefühlen vorsingen. Sing mein Schlaf mit ganzem Herzen. Das klang doch viel zu poetisch, um wahr zu sein. Also mach Ninten live ab. Nein, ich weiß nicht. Komm, mach live ab Anna. Anna, was macht Anna? Anna, was macht so eine Anna? Anna heilt einfach mal. Was ist Anna? Ach, live ab, nicht Healing. Ich wollte schon sagen. Och, komm. Live ab. Hilfe? Keine Ahnung. Lloyd? Garlet. Er soll ja weniger Schaden erleiden. Hoffentlich war es keine Fehlentscheidung. Verdammt, ich hätte vergessen, Wort zu lesen. Deine Urgroßeltern, George und Maria, haben mich aufgezogen. Ich glaube, so war's. Okay, ich fehle mehr, als ich fehlen sollte. Was Vorlesen betrifft. Dann heil uns mal voll. Okay, dann macht Ninten. Ich bin noch nicht fertig. Defensive Up Beta Anna. Heilt mal Lloyd. Lloyd guardet. Aber George hat wichtige Informationen von unserem Planeten gestohlen, die benutzt werden können, um meine Leute zu betrügen. Ach, darum bist du so aggressiv. Komm mal runter, spiel Minecraft. Ich glaube, das hilft eher. Dann irgendwas mal so defensive, damit er mal oder sie, keine Ahnung, was für ein Geschlecht, weniger Schaden erleidet. Das Ganze machen wir auch nochmal. Ich weiß, dass diesmal weniger effektiv ist, aber ich mach's dennoch. Ich meine, ich kann nicht angreifen. Wurde ja erklärt. Lloyd gardet weiter. Lloyd ist nutzlos. Er ist eigentlich nur fürs Garden da. 0? 7. Okay, das war nutzlos. Und nun ist einer von seinen Gesandten dabei, unsere Pläne zu durchkreuzen, und er muss aufgehalten werden. Ninten, ich rede über dir. Okay, aber Ninten wird jetzt geheilt. Die alle werden jetzt geheilt. Ich glaube, ich gehe gerade nicht sehr taktisch vor, aber ich schaff's irgendwie trotzdem, weil... Ja, einfach weil. Wie oft könnte ich noch... Ach komm. So schnell würden meine PP auch nicht schwingen, Gott guardet. Geh jetzt nach Hause, verschwinde jetzt mit dem Rest der hässlichen Erdmenschen. Okay, ich versage komplett als Vorleser.
bitte ich zu entschuldigen. Aber ihr habt sowieso keine andere Wahl, ihr müsst es mir entschuldigen. Mehr entschuldigen Sinn? Ich denke, dass wir dieses Mal gut auskommen, indem wir einfach nur garden. Unsere HP sind ziemlich voll. Du bist dämlich. Du kannst mit deinen mageren Kräften nichts erreichen. Kräfte von dem Wert eines lächerlichen Insekts. Oh, Geiges kann auch verbal sehr gut austeilen. Kann sie wirklich. Ich denke, das Ganze kann ich jetzt nochmal machen. Mit dem Garten. Ich glaube, erst dann muss ich geheilt werden, oder? Ach komm, ich mach's einfach. Ninten! Du alleine! Was? Ich könnte dich retten, nur du alleine. Betrete das Mutterschiff mit mir. Okay, ich fail gerade komplett als Übersetzer. Okay, ich glaube, ich muss Anna live abgeben. Alpha. Sicherheitshalber. Oh. Dann Anna macht wieder das hier und Lloyd guardet. Wie immer. Und dann fall in einen langen Schlaf mit deinen Freunden und all den anderen hässlichen Erdmenschen. Nein, ich werde dein Mutterschiff nicht betreten. Aus genannten Gründen. Ich hätte es sowieso nicht getan. Ich meine, what the fuck, bist du krank? Warum soll ich dein Mutterschiff betreten? Hält wohl Geiges uns für naiv. Trottel. Das ist aber Interesse, aber auch probieren, wenn man fightet. Ich glaube, das wird einfach gar nichts machen. Ich tue jetzt einmal mal Leute mit. Ja. Nee, nimm's, mach einmal Fight. Interesse, aber ich will wissen, was passiert. Ich glaube einfach, dass es nichts machen wird. Ich glaube, der hat unendlich HP. Ich hab, vielleicht hätte auch nur einen Schaden erlitten oder so, keine Ahnung. Wenn das jetzt zweimal angreifen. Ach. Wisst ihr was? Ich bin komplett dumm. Ich hätte jetzt singen sollen. Na, man muss. Ach, ich bin gerade so aus dem Schuss. Ich bin gerade auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Also ganz, man muss es keinen Schaden zufügen und dann muss man singen. So sollte man es machen. Okay, und alle drei singen mal eine Runde. Aber ich war halt ein bisschen dämlich. Und hab den jetzt mal einmal eine Runde zu viel angegriffen. Okay, Anna muss geil werden. Ah, und jetzt würden wir den Song ganz oft hören. Ich glaube, man muss 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mal muss man es vorspielen. Ach, er hat gesagt, hör auf zu singen. Hör auf zu singen. Okay, ich soll es mal nicht so dämlich sagen. Hör auf, das Lied zu singen. Ja, chill, ich werde nur weitermachen. Ich meine, was machst du mit deinem Soundtrack? Meinst du, das würde dich nerven? Trottel. Ja, er wird das Lied abbrechen, aber wir werden immer mehr hören. Immer wenn wir das komplette Lied gehört haben, haben wir gewonnen. Hör auf mit diesem Song! Hör auf zu singen! Ja. Werde ich eh nicht machen. Und das weißt du. Okay, spätestens jetzt sollte ich mich heilen. Aber das tue ich ja hiermit. Und Leute singt auch nochmal. Dumm. Gibt es hier irgendwo eine schneller Vorspulen-Taste? Ich würde es abfeiern. Ihr hässlichen kleinen Erdkäfer, hört auf, das Lied zu singen. Ist ja gut. Ich werde nur weitermachen.
Chill mal, spiel Minecraft. Witze zwar miteinander zu bringen, tut's auch voll bringen. Not. Ah ja, und übrigens, was der Text heißt, die Form von Geiz Attacke ist. Ist halt so. Oh mein Gott. Ich hab doch Anna. Ich hab doch mit Anna live abgemacht, oder? Dieser Song. Ah, hab ich gemacht. Hab ich ja keinen Fehler gemacht. Ich bräuchte gar nichts. Wie sollte ich es auch? Auch dass ich die ganze Zeit kommentiere, wie so ein Kiddie, der bei der Geburt so oft auf den Kopf gefallen ist. Ja. Das ist echt so. Hör auf! Oh, er wird richtig aggro. Also richtig. Er hat den Rage Mode aktiviert und ich scroll hier ein paar Mal unnötig herum. Dann mach mal weiter. Ja, ich weiß, dass deine Attacke so ist, wie sie ist. Ja, aber dieser Kampf ist mit einem etwas höheren Level ziemlich einfach. Also da gab es so eine Stelle im Spiel, war deutlich schwieriger. Das ist übrigens immer noch der First Try. Ich denke nicht, dass ich das noch irgendwie verlieren werde. Ich meine, was kommt noch? Ah ja, wir müssen noch viermal. Also nach diesem Song noch dreimal. Sehr gut. Okay, jetzt können alle vier singen. Also, ich muss nach dem hier noch zweimal. Das heißt, wenn dann, ich mach dann einfach alle drei singen und wir haben gewonnen. Ist doch nicht so schwer. Mal ernsthaft, das ist unnötig und die Epilepsie-Farbenwechsel-Effekte da. Ach ja, hör auf, bitte hör auf, bitte bitte, sag bitte bitte, bitte bitte, nein. Und ja, der Spruch war von irgendjemandem geklaut. Ich werde natürlich nicht sagen von wem, weil das natürlich schädigend für meinen Ruf wäre. Schön, oder? Also, wenn ihr irgendwie eine gewisse Dosis an Langeweile braucht, spielt erstmal Beginnings, zumindest Endboss dafür. Also ihn. Oh, so viele Ausrufezeichen. Das ist der Beweis, dass Geiges wütend ist und eine Störung hat. Ich meine, er ist ein Alien. Störung, Alien? Ups. Bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Nein, ich will jetzt keine Safe States machen. Es gibt übrigens noch einen offiziellen Sound. Ist ja gut. Aufgegangen? Nein. Wie konnte ich besiegt werden von einem Lied wie diesem? Ich werde irgendwann, Ninten, wir werden uns wiedersehen. Spoiler, es werden wir uns. Und warum auch immer, tut uns Geiges heilen. Warum heilt er uns? Mein, er macht wenigstens Fairplay. Er denkt uns auch, ich habe jetzt verloren, heil die noch. Aber beim nächsten Mal heilt's noch um meine BP. Hab mich gerade erschrocken. Warum auch immer. Nichts passiert. Und das sind die Credits. Naja, ist das. Story und Credits. Alles werde ich jetzt nicht übersetzen, weil das nach einer Zeit verschwindet und ich werde es einfach nicht übersetzen. Währenddessen
die Credits laufen, werde ich aber mein Fazit zum Spiel geben. Fazit: Das Spiel ist okay. Das Spiel ist einfach okay. Ich meine, für SNES-Verhältnisse ist es gut. Es ist nicht so super, aber es ist gut. Das Konzept gefällt mir, aber das Spiel hat auch seine Schwächen. Das nennt sich Offscreen-Leveln. Man muss wirklich Offscreen-Leveln. Also ich musste Offscreen-Leveln. Und ihr auch. Sonst hat man beim Spiel fast gar keine Chance, es zu schaffen, seitdem man findet irgendwie Glitches. Oder macht die ganze Zeit nur Teleport. Und damit meinte ich nur Teleport. Habe ich einmal gemacht, aber kann man auch schon machen, seitdem man das hat, und das gefällt mir einfach nicht. Ja, das Leveln, das nervt wirklich. Ihr müsst, ihr glaubt nicht, wie viele Stunden ich gelevelt habe, währenddessen ich das gespielt habe. Das ist einfach nur so unfassbar nervig. Und wenn ihr es euch kaufen wollt, dann müsst ihr damit klarkommen. Auch noch Schwächen ist, dass Anna halt fast gar keinen Damage macht mit normalen Angriffen und zwar viele Psy-Attacken hat, aber die alle halt irgendwie genau dasselbe sind. Psy B macht 40 HP Schaden, Freeze macht 30 HP Schaden. Ich meine, ernsthaft, es hat zwar viele, jetzt hat viele Psy-Attacken, aber die unterscheiden sich alle nicht, sind alle dasselbe und die sind wirklich dasselbe. Genau, denen, dass sie halt unterschiedlichen Schaden machen. Sicher, es gibt einige, die halt miesen anders sind. Aber das fällt jetzt auch nicht so sehr ins Gewicht. Also, das ist halt auch so ein Kritikpunkt, den man nicht unterschlagen soll. Halt anders Movement, das ist nicht gut. Und was da für Charaktere die ganze Zeit vom Screen kommen, das, ja, kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Und was gibt sonst noch so zu sagen? Naja, wo für einige, die sich jetzt denken, oh, das Spiel ist so cool, ich will mir es kaufen. Oh, ich meine, der Nachfolger Earthbound, der ist richtig klasse. Den könnte meiner Meinung nach kaufen, ist richtig klasse. Ja, ich weiß, dass ich mich zweimal gesagt habe, beziehungsweise nicht wiederholt habe, aber wer wirklich ein Fan davon ist, der soll sich das auch gönnen. Kostenpunkt, also wie viel kostet das Spiel? Wenn ihr eine Wii U habt, 5 bis 10 Euro. Über Download. 5 bis 10 Euro. Also Spottpreis, ein wahrlicher Spottpreis. Also, wenn ihr es euch kaufen wollt und denkt, oh, ich kaufe es nicht, weil es so teuer ist, das ist keine Ausrede. Der Preis ist lächerlich gering. 5 bis 10 Euro, ich meine, es werden 8 Euro, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. 5 bis 10 Euro, das ist der Preis. Bei Earthbound weiß ich ganz genau, sind es 10 Euro, bei Earthbound Beginnings war es etwas weniger. Und Earthbound, das könnt ihr euch wirklich holen, das ist empfehlenswert, aber warum habe ich denn überhaupt Earthbound Beginnings Let's Play, fragt ihr euch. Nun, bevor ich jetzt Earthbound Let's Play, möchte ich auch natürlich die ganzen Vorgänger gezeigt haben. Und mit die ganzen meine ich natürlich den einen Vorgänger. Und das habe ich hiermit auch getan. Also das wollte ich eigentlich nur machen, damit man so einen Vergleich hat. Ja, das ist das tolle Spiel und so war es einmal. Aber natürlich habe ich jetzt auch die ganze Zeit eben nur Kritik genannt, aber jetzt das Gute an dem Spiel, das wirklich Gute an dem Spiel. Es war mal für die damalige Zeit was Innovatives. Naja, heutigen Verhältnissen eher nicht, aber für damals schon. Aber ich spreche jetzt von heutigen Verhältnissen. Was war da gut? Ich fand die Storyline etwas unübersichtlich, aber sie ist dennoch richtig gut. Also die Story. Play and the Fighter. Nice. Ja, das muss man angeben. Player-Name. Da habe ich auf einen der Fighter genommen. Ist ja mein YouTube-Name. Ja, die Musik, die kenne ich. Das ist auch ein Soundtrack.
der leicht verändert wurde, zumindest die eine Stelle. Ich weiß, dass der Junge zu Hause ist. Komm schon, mein Sohn, und antworte bei meinem Telefon. Etwas Neues wird kommen und Earthbound. / Mother 2. Oh, nicht schon wieder dieses Lied. Naja, wir werden es verkraften. Das ist lame. Lame. Auch nicht nochmal. Da ich jetzt behauptet, dass das der Ending Screen ist, beende ich diesen Let's Play und genießt dein Nachfolgerspiel Earthbound. Das werde ich selbstverständlich zeigen. Genießt es einfach. Das ist ein wirklich tolles Spiel. Und so viel erstmal hierzu und ciao, Leute!